Moin Moin und willkommen zur 50. Folge Rise of the Tomb Raider. Ja, wir sind jetzt hier im, wie heißt das noch? Durchgang der Unsterblichen? Ich glaube ja. Weg der Unsterblichen, nicht Durchgang. Es tut mir leid. Ja, und haben jetzt hier schon ein paar gesehen. Ich frage mich allerdings noch, wo diese Relikte sein sollen. Oder das Relikt. Hier werden wir wohl eher nicht runter können. Ich habe bis jetzt noch nichts gesehen gehabt. Genauso wenig wie eine Herausforderung, die ja auch irgendwo sein soll. Jetzt sagen sie nichts mehr, okay. Oh oh. So, diesmal klappt das hoffentlich. Welche Richtung soll ich denn jetzt drücken? Links oder rechts? Links oder oben meine ich. Okay, nach links. Ja, genau das meine ich. Was ist denn das für ein Scheiß? Sowas mag ich nicht. Haben sie doch im Endeffekt Scheiße mit der Dings gemacht. Mit der Steuerung. Beziehungsweise Kombination, Kamera und Steuerung. Naja, wir werden es schon noch hinkriegen. Ich probiere es jetzt mal mit schräg drücken. Ich denke mal, das wird es dann wohl auch sein. Was mit der Kamera halt, das ist so. Sollen wir jetzt wirklich den Haken werfen? Ich raff's gerade nicht. Hab irgendwie das Gefühl, als wenn ich da irgendwas übersehe. Gucken wir nochmal. Gucken wir nochmal, gucken wir nochmal, gucken wir nochmal. Wenn das hier nicht so lange dauern würde, war das ja auch nicht so das Thema. Warum speichert er nicht da oben? Was soll denn der Scheiß? So. Probieren wir es mal mit der Axt. Ah, jetzt ging es ohne Probleme. Ich fühle mich gerade verarscht. Dann wollte ich die Axt nutzen, jetzt ging es nicht mal. Naja, ist ja auch egal. Wir haben ein Feuer erreicht. Und stellen fest, dass wir nichts machen können. Und ich frage mich ehrlich gesagt. Okay, da haben wir schon mal was. Wo die drei Dokumente noch sein sollen. Vor allen Dingen das Relikt. Okay. Sollen uns wohl hier lang quetschen. Das hört sich nach Katapult an oder so. Eine Balliste. Okay. Es sind so viele. Wow. Lagerungstürme und alles. Die gehen ja ab. Da sieht man einen ohne. Oder? Nee, da haben wir Mundtücher an. Kann die ganz schwer erkennen von hier. Nicht runterfallen. Mach keinen Scheiß hier. Sind schon zu oft gefallen. Ach du. Heilige. Das ist jetzt Kitesh? Das dahinter? Oder sind wir jetzt schon in Kitesh? Wow. Okay, ich glaube, wir sind in Kitesh. Gucken wir gleich mal. Uiuiuiui. Und einen Fähigkeitspunkt haben wir. Was machen wir denn jetzt? Eine sehr gute Frage. Ausweich-Killmeister. Eigentlich sind das alles so Sachen, wo ich im Moment nicht so wirklich was mit anfangen kann. Ehrlich gesagt. Ja, sowas halt, ne? Zack. So. Was sagt denn die Karte? Okay. Es gehört immer noch zum Weg. Tatsache. Ah, gucke mal, die Sachen sind jetzt auch eingezeichnet. Warum auch immer.
Wir haben eins in der Nähe. Da hinten. Ja, ist doch was. Toll. Und noch was. Toll. Tja. Hat's gebracht, ne? Hat's gebracht. Aber wo ist jetzt das blöde... Moment. Was ist denn das? Hä? Ach, hier. Schau einer, guck. Ich hinterlasse diese Notizen für jeden, der mir vielleicht nachfolgt. Ich bin schwerer verwundet, als ich dachte. Das wird nicht heilen. Heute Nacht versuche ich ein letztes Mal, diesem eisigen Grab zu entfliehen. Doch ich zweifle an meinen Kräften. Die göttliche Quelle ist hier, auf der Spitze des höchsten Turms. Aber sie ist für mich unerreichbar. Mit der Quelle sind die Unsterblichen des Propheten nicht aufzuhalten. Eine Armee von Geistern und Teufeln, die niemals stirbt. Eine Verhöhnung von Gottes Schöpfung. Sie sind keine Menschen mehr. Sie überwinden jede Armee, die sich ihnen entgegenstellt. Sie lernen mit jedem Tod, jeder Wiedergeburt. Sie passen sich an. Sollte Trinity sie eines Tages bekommen, fürchte ich, dass wir nicht besser sein werden. Vielleicht wäre es besser, wenn sie für immer verschwunden bliebe. Hm. Scheint ja so eine Art Fluch auch mit irgendwie einherzugehen. Hm. Schauen wir mal. Okay. Dann können wir jetzt ja wohl da einmal rüberrutschen. Hubi die Hup. Kling, 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 kling. Kling, 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 kling. Au. Au. So ganz fit sieht er nicht aus. Ich glaube, der hat auch gecheckt, dass wir hier sind. Der wird uns bestimmt gleich irgendwo abfangen. Also das ist meine Ver... Das kann doch nicht angehen mit dieser Kameradrehungssteuerungsscheiße, ey. Jetzt ist sie nicht weit genug gesprungen, weil ich von links halten nicht auf nach oben halten gewechselt bin. Wie behindert ist denn das? Oh Mann. Ja, kennen wir schon. Ja, kennen wir schon. Ist okay. Genau. Danke. So, also. Da muss ich jetzt gleich drauf achten. Springen. Und wechseln. Scheißkram, ey. So, wartet der Typ jetzt auf uns? Ich glaube schon. Ich wusste es. Ich wusste es. Gib ihm. Gib ihm. Gib ihm. Gib ihm! Okay, was passiert mit ihm? What the fuck? Oh fuck. Oh fuck. Wow! Alter! Was spinnst denn du? Du Wichser. Ja, was hast du jetzt davon? Den können wir sogar plündern. Pfeile. Du Spacken. Sollten wir mal eben. Alter! Was ist denn du? Komm, 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 komm! What the fuck? Oh, der lebt ja noch. Naja, leben. Alter, what the fuck? Was geht denn hier jetzt ab? Komische Typen. Alter! What the heck? Ey! Halten die aus? Das ist ja aggro. Das ist ja richtig aggro. Okay. Plünderst du mal, aber wegen Pfeilen nicht. Okay, okay, okay. Nichtsdestotrotz. Sieht schon schick aus, das Feuer. Möchte ich mal ganz kurz auf die Karte schauen. Hier gibt es auch eine Herausforderung. Hm. Es sind so viele
Sachen, dass es hier, glaube ich, echt schwer ist, sowas zu finden. Ja, damit wird zwar nichts zu tun haben. Hm. Einfach mal auf alles schießen, was heller ist. Oh. Guck mal. Irgendwas haben wir da gemacht. Das da vielleicht auch? Ne? Waren ja irgendwie so... Das waren doch gerade so eine Dinger, ne? Kriegt man hier nicht irgendwie... Da? Wie? Hä? Ach doch, da. Signalfeuer entfachen. Okay. Alles klar. Gut zu wissen. Jetzt müsste man nur wissen, wie die Dinger genau aussehen. Irgendwo da oben habe ich was entfacht, ne? Oh, oh. Ja, ein Schild! Ah, jetzt kann man sein Gesicht mal sehen. Nimm mal ein Schild runter. Doch nicht. Leck mich doch. Alter. Nimm mal ein Schild runter. Okay, der hat einen schwarzen Kopf. Interessant. Die haben keine richtigen Gesichter mehr. Was ist mit denen genau passiert? So, stopp. Ist das damit gemeint gewesen? Nein. Die! Oder? Ich weiß es nicht genau. Scheint aber so, ne? Ja, genau. Alles klar. Diese Kohlepfannen. Ist auch noch irgendwas? Müsste eigentlich auch noch ein Typ liegen, ne? Eigentlich. Dann halt nicht. Okay. Da sieht man diese Kohlepfannen auch gleich nochmal ein bisschen besser. Aber jetzt aktuell sehe ich nur so einen Krimskrams. Ist noch irgendeine Fackel? Hä? Haben wir den nicht schon entzündet? Ne, den. Da reicht die Waffe nicht hin, oder was? Ernsthaft? Hm. Ups. Das war ein Rohrkrepierer. Ich hätte vielleicht nochmal halten sollen. Ich habe gesehen, dass das nicht ansatzweise reicht. Hm, ich will jetzt hier gerade echt nichts übersehen. Das sieht nämlich echt schick aus. Und ich war so mit der Mauer. Den ganzen Kram. Ey, das sieht echt geil aus. Wow. Wer weiß, wie langsam können wir dann mal. Was ist mit dir? Okay. Hopp. Das haben wir natürlich auch noch mit. Abgrund. Wir bleiben mal eben bei der Schrot. Probieren das mal mit der aus. Zumindest wenn sie nah dran sind. Okay, das wird wohl nix. Ei an der Stund. Na gut. Das ist keine Pfanne. Hm, was ist das? Statue. Okay. Dürften wir ja wohl weiter. Ich hab Panik. Sind nicht. Okay. Arschloch. Kommt da jetzt einer ran oder nicht? Mal da oben. Was ist denn damit? Da können wir auf jeden Fall unseren Potion benutzen. Oh, da kommt ja jemand. Du Sau. Okay, die macht ja echt gut Schaden. Ah, das ist doch für so eine Kohlepfanne. Wunderbar. Schick, schick, schick. Was haben wir hier? Sieht auch so aus, als wenn hier noch irgendwas sein könnte. Ich wusste es. Aber das ist nur Mist. Okay. Ich denke, bis jetzt haben wir alles. Okay. Das ist das nächste Ding.
Gehen noch mal eben hier oben gucken. Ist doch bestimmt auch noch was. Gut. Du hast gerade gesehen. Ach, die Pilze. Nee, Eisen. Haben sie da Eisen verhüttet? Das ist wohl auch nur da, damit man das hier noch genauer sieht. Plong. Wäre jetzt witzig gewesen. Na gut. Ist ja wohl nichts mehr. Okay, dann kommen sie schon wieder. Du Schwein. Tja, die sind wohl verbrannt. Nee. Ah, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Nee. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Oh. Ressourcen. Aber irgendwie kommen doch gleich wieder welche. Ich wusste es doch. Wobei, die sehen noch relativ... Oh, fuck. Menschlich aus. Oh, fuck. Ja, Schrotflinte. Alter. Okay. Au. Spacken. Na. Drecksack. Au. Wo kam denn das jetzt her? Au! Hä? Da! Du Vogel! Du komischer Vogel, ey. Ja. Lass mich wieder. Oh, oh. Okay, das verbrennt nur. Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwas. Irgendwas Größeres oder so. Man weiß ja nie. Noch was? Ernsthaft? Liegt da hinten jetzt eine Leiche? Ah, gut. Passt. Auch noch mit. Noch irgendwo? Ich glaube, die Leichen haben wir. Ruhe. Ich ruhe. Bei denen da kommen wir nicht ran. Was? Ernsthaft? Da kommt man nicht ran? Klar. Wird doch gelacht. Na, was habt ihr denn Feines? Auch nur Pfeile. So, das haben wir an. Im Moment sehe ich jetzt gerade keine. Da hinten sind aber wieder ganz viele von diesen Fässern. Yeah! Wieder am Abgehen ist. Herrlich. Okay, da hinten ist auch noch eines. Kommen wir nicht hin. Signale haben wir soweit alle bis hier. Hoffe ich. Was ist hier? Das muss doch auch irgendeinen Sinn und Verstand haben. Anscheinend nicht. Auch nur dazu da, um hier so ein bisschen Kampfgebiet zu haben. Schaut mal da. Au. Ich dachte, da könnte man hoch. Na gut. Dann eben nicht. Okay. Das sieht krass aus. Jetzt würde ich aber trotzdem gerne wissen. Ha. Eines noch. Was ist das? Hallo? Lara? Nimmst du das mal? Danke. General, wir haben in der Nacht Seltsames beobachtet. Unser Lager liegt oberhalb von Kitesh und die Stadt bereitet sich auf den Angriff vor. Sie glauben immer noch, dass der Angriff aus den Bergen erfolgen wird und werden unserem Ansturm von der anderen Talseite nicht erwarten. Aber ich muss berichten, dass am Turm im Herzen der Stadt etwas Unheimliches vor sich ging. Wir beobachteten, wie hunderte gepanzerte Soldaten ihn erklommen und anschließend ein Licht den Himmel spaltete.
Das Geräusch erschütterte mich zutiefst. Es klang wie eine Armee hungriger Geister. Dann stiegen die Männer wieder hinab. Ich weiß nicht, was die Spitze dieses Turmes bereithält. Wir dachten, es seien Schätze. Aber es ist wohl etwas völlig anderes. Okay, es ließ den Himmel spalten. Also ich gehe mal stark davon aus, dass sie gerade... Was ist das? Da ist doch auch noch einer. Hallo? Ne? Irgendwie lässt er uns das aber nicht anmachen. Was wollte ich jetzt gerade gesagt haben? Ja, da scheinen sie wohl über die göttliche Quelle gesprochen zu haben. Ha. Da haben wir ihn. Und irgendwie... Was, ein riesen Scheinwerfer eingebaut in dem Teil, oder was ist da los? Hört sich merkwürdig an. Das ist... ziemlich merkwürdig. Es weist skytische Züge auf, aber es sieht aus wie ein... Nein. Unmöglich. Bisschen so wie die Ritter halt. Ha. Komisch, komisch. Hier ist jetzt das andere, oder wie? Ne? Ah, okay, hinter uns. Irgendwo da so. Ah, da. Da liegt es. Wir haben die Tore verriegelt, um sie am Eindringen zu hindern. Die Reiter kommen und ich muss die Menschen beschützen. Mütter mit Kindern. Alte Männer wie mich. Alle, die nicht kämpfen können. Wir haben ausreichend Nahrung und Wasser, um uns für die Dauer des Angriffs am Leben zu halten. Sollten die Atanatoi fallen und es zu einer Belagerung kommen, werden wir hier sterben. Für diesen Fall habe ich genügend Tollkirsche, um die Kleinsten sicher hinüberzugeleiten. Hoffentlich kommt es nicht dazu. Okay. Naja, anscheinend ist es ja dazu gekommen, aber alle sind ja auch nicht weg. Na gut. Oder gestorben vielmehr. Haben wir denn jetzt alles? Jupp. Sehr schön. Okay, anscheinend müssen wir hier aber auch irgendwie wieder zurück. Oh, oh, oh. Nicht runterfallen. Wo kommen wir jetzt hier hin? Wollen wir jetzt echt über die Mauer klettern? Oder wie? Oder was? Oder wo? Nee, anscheinend nicht. Hm. Okay, das sieht hübsch aus. Mit dem Glänzen, Glitzern und so. Ja, scheiße. Da müssen wir uns auf jeden Fall drauf vorbereiten. Und hopp. Und hopp. Ja, passt. Logger. Au, fuck. Tschikowski. Aui, aui, aui. Was ist denn der Typ? Ach, da. Da hockt er. Hm. Das ist jetzt aber auch einer von denen. Wenn ich mir die Rüstung angucke. Denke ich. Naja. Na gut. Nichtsdestotrotz, wir sind dann jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt und... Naja, ich scheine ja wohl kurz vor Kitesh zu sein. Also, bis zum nächsten Mal.